Wirtschaftsfahnder unterwegs zu einer Großrazzia gegen ein einflussreiches Netzwerk der Energiewirtschaft. Beamte der EU-Kommission und des Bundeskartellamts durchsuchen 2006 Zentralen der großen Spieler auf dem Energiemarkt, E.ON und RWE. Wir suchen Beweise. Wir haben den Verdacht, dass die etablierten Energiekonzerne ihre Marktstellung ausnutzen und gegen Regeln und Gesetze verstoßen. Strom- und Gaspreise explodieren. Wird da manipuliert? Die Fahnder suchen nach Beweisen für Kartellabsprachen. Wir haben keinen Wettbewerb. Weder auf der Stromseite und auf der Gasseite wird es noch viel schlimmer werden. Das hält keine Volkswirtschaft aus. Das hält die auf Dauer nicht aus. Die letzten 10 Jahre gingen im Wesentlichen auf Kosten der Verbraucher. Wie fühlt man sich da als Verbraucher? Abgezogen. Mich stört die riesen Geldmache dabei. Und wir kleinen Leute müssen das bezahlen. Na, als Verbraucher richtig verarscht. Aber richtig. Die EU-Kommission will die Verbraucher schützen. Und legt sich mit Europas Energiegiganten an. Es sind mächtige Gegner. Sie fühlen sich, und das ist über Jahrzehnte gewachsen, wie ein Staat im Staat. Deutschland hat ein Problem. Strom und Gas werden immer teurer. Wer hat das Sagen im Land? Energie ist Chefsache. Die Kanzlerin lädt schon zum 3. Energiegipfel ein. Die Vorstandschefs der milliardenschweren Energiekonzerne kommen gerne. Sie kennen ihre Macht. Die Begrüßung war noch freundlich, aber in den Kulissen tobt ein Machtkampf, wie wir sehen werden. Es geht um Deutschlands Energiezukunft. Und auch nach diesem 3. Gipfel ist keine Lösung in Sicht. Denn die Politik bekommt die Energiebosse längst nicht mehr in den Griff. Und daran ist sie auch noch selbst schuld. Denn sie hat es zugelassen, dass aus großen Unternehmen Giganten wurden. Nur wenige Giganten beherrschen den Markt. Und die Politik hat das noch befördert. Im Jahr 2000 schließen sich RWE und VEW zu Deutschlands größtem Strom- und Gaskonzern zusammen. RWE-Chef Harry Ruhls verkündet im Mai 2006 ein Rekordergebnis. Der Umsatz lag mit rund 44 Milliarden Euro um 12% über Vorjahr. Höhere Preise für Strom und für Gas sowie ein leichtes Absatzplus waren ausschlaggebend dafür. Der Strompreis ist an der Börse seit 2000 explodiert, um 300%. Gleichzeitig vervielfacht RWE seine Gewinne. Jüngster Rekord: 3,8 Milliarden Euro nach Steuern. Das viele Geld stammt von der Kundschaft. Nach dem Vorbild von RWE will der Stromkonzern E.ON 2002 den Monopolisten Ruhrgas schlucken. Es droht ein Megakonzern. Es gab zu Zeiten der E.ON-Ruhrgas-Fusion einen breiten Konsens zwischen Wissenschaft, Bundeskartellamt und Monopolkommission, dass durch diese Entscheidung der Wettbewerb auf den Gas, aber auch auf den Strommärkten beeinträchtigt würde. Und wieder auf Kosten der Verbraucher. Deshalb will das Bundeskartellamt die Fusion stoppen. Aber da greift die Politik ein. Bundeswirtschaftsminister Werner Müller setzt sich über das Bundeskartellamt einfach hinweg. Früher war der parteilose Minister selbst Lobbyist in der Energiewirtschaft. Damit ist er befangen. Also schickt er seinen Untergebenen vor. Staatssekretär Alfred Tacke. Der erteilt eine Sondererlaubnis für die Großfusion. Gegen die Interessen der Verbraucher. Der Zusammenschluss bringt wesentliche gesamtwirtschaftliche Vorteile mit sich.
Er stärkt insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit der Ruhrgas auf den internationalen Erdgasmärkten und trägt damit langfristig zur Sicherung der deutschen Energieversorgung bei. Die Politik will starke Konzerne und die freuen sich. E.ON wird Europas größter Energiekonzern. Stark beim Strom, übermächtig beim Gas. Auch die Gaspreise sind seit der Fusion gestiegen, bis 2006 um 36%. Gleichzeitig hat E.ON seinen Gewinn fast verdoppelt, auf 5,1 Milliarden Euro nach Steuern. Der Verbraucher bezahlt es. Ja, man hat zu einem Zeitpunkt, als Markt sich hätte entwickeln können, in einer Frühphase alles zurückgebogen und damit wieder eine Remonopolisierung begünstigt. Für Wirtschaftsminister Müller hat es sich gelohnt. Heute ist er gut bezahlter Vorstand eines Tochterunternehmens von E.ON und RWE. Auch Tacke hat Grund zur Freude. Er ist Vorstand der STEAG. Die gehört auch zu E.ON und RWE. Ich habe selbst in einer Veranstaltung einmal von der Gefahr gesprochen, dass wir von außen her als Bananenrepublik betrachtet werden. Und ich meine, es ist eine Frage der politischen Kultur, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Diese Bananenrepublik haben sich die Energiekonzerne aufgeteilt. Die vier Großen haben Deutschland fest im Griff. Um es auf den Punkt zu bringen, es gibt keinen Wettbewerb. Neue Anbieter von außen haben keine Chance. Wir sind in einer schwierigen Situation. Die großen Konzerne bestimmen die Regeln. In Deutschland formiert sich Widerstand. Nicht alle wollen sich den Großkonzernen unterwerfen. Zornige Bürger suchen nach Auswegen, wie hier in Lüneburg. Wir sind das Volk, sage ich jetzt mal. Wir haben die Chance, das zu ändern. Und kein anderer. Alternativen suchen. Das nicht weiter mitmachen, das geht einfach nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Lassen uns nicht länger erpressen von diesen Großkonzernen. Lüneburg liegt mittendrin im E.ON-Land. Der Monopolist diktiert ihnen die Gaspreise. Jetzt wehren sie sich, nehmen ihr Recht selbst in die Hand. Ich bin nicht bereit, länger diese Preise zu akzeptieren, beziehungsweise tue das auch schon nicht mehr. Ich zahle seit 2005 nur den Preis von 2005 und warte mal ab, wie wir hier weiterkommen. Die Lüneburger Gasrebellen wollen mehr. Sie wollen sich aus dem Griff von E.ON befreien.